Guten Tag, liebe Studierende. Ich möchte euch in diesem kurzen Video zeigen, wie ihr mit Jing ein Video aufnimmt und es bei YouTube hochladen könnt für diese Aufgabe. Zunächst müsst ihr euch die Software herunterladen. Ihr ladet sie für den Windows-Rechner hier herunter. Das Fenster öffnet sich und ihr speichert die Datei ab. Der Download läuft und nachdem der Download beendet ist, öffnet ihr wie gewohnt eine Datei und installiert sie. Ihr akzeptiert die Bedingungen und installiert. Nachdem Jing installiert ist, drückt ihr einfach auf Finish und könnt sofort beginnen, Videos aufzunehmen. Die Software startet sich bereits im Hintergrund. Wir überspringen das Tutorial und drücken direkt auf Get Started. Nun loggt euch mit dem eStudy Sandbox-Account ein. Dafür gebt einfach als Benutzernamen estudysandbox@gmail.com ein und das Passwort, welches euch in der E-Mail zugeschickt wurde. Ihr seht einen gelben Ball hochploppen in die Mitte eures Desktop an den oberen Bildschirmrand. Wenn das Programm geladen ist, könnt ihr über diese Sonne gehen. Und ihr könnt anfangen zu recorden. Hierfür drückt ihr zum einfach auf dieses Plus. Mithilfe des Fadenkreuzes könnt ihr, wenn ihr mit links geklickt haltet, einen Bildschirmbereich auswählen, den ihr aufnehmen wollt. Lasst ihr los, so habt ihr das Fenster zum Aufnehmen. Dieses könnt ihr noch verschieben oder die Größe ändern. Nun könnt ihr hier unten in dem Menü auswählen, ob ihr ein Bild aufnehmen wollt oder ein Video. Ihr klickt einfach auf Capture Video und ihr seht eine Übersicht, auf der ihr erkennen könnt, ob euer Mikrofon erkannt wird. Drückt dann auf Continue, wenn ein Balken so wie bei mir erscheint. Nun beginnt Jing an aufzunehmen. Ihr habt, wie ihr hier unten sehen könnt, ein Limit von 5 Minuten, jedoch sollte euer Lernvideo auch nicht länger gehen. Ihr könnt nun zum Beispiel die Seiten hoch und runter scrollen oder auf andere Seiten gehen. Es wird alles in diesem Fenster aufgenommen. Seid ihr fertig, so drückt ihr auf Finish. Nun wird euch dieses Video nochmal angezeigt, ihr könnt ihm hier unten einen Namen geben und könnt es euch hier auch angucken. Wenn ihr fertig seid, speichert ihr einfach mit einem Klick auf Save das Video, zum Beispiel auf eurem Desktop, und erhaltet noch einen Hinweis, dass es jetzt gespeichert wurde. Drückt einfach auf Close und es ist nun auf eurem Desktop gespeichert. Um es nun bei YouTube hochzuladen, geht ihr einfach auf die Seite YouTube, meldet euch ebenfalls mit den gleichen Benutzerdaten an, eStudy Sandbox und dem Passwort. Und klickt ganz simpel hier oben rechts auf Hochladen. Nun könnt ihr entweder euren Computer durchsuchen. Ihr nehmt einfach das Video und zieht es einfach hier in YouTube in das Fenster hinein. Nun beginnt YouTube schon automatisch das Video hochzuladen. Und ihr könnt noch einige Beschriftungen hier vornehmen. Nachdem das Video hochgeladen ist, wird es automatisch veröffentlicht und fertig. Ich hoffe, dieses kurze Video konnte euch ein wenig helfen, wie ihr ein Video erstellt, und wünsche euch viel Spaß. Ich freue mich schon, eure Videos sehen zu können.